Grüß Gott, mein Name ist Pater Ralf Hermann Ling, ich bin römisch-katholischer Priester, sogenannter Sedisvakantist. Wir haben heute den 26.08.2015. Ich habe heute eine Pressemitteilung geschrieben, Foodwatch, Fettphobie und WHO, wo es um die Fettphobie geht, also um die Angst vor Fettkonsum oder wenigstens vor angeblich zu hohem Fettkonsum. Und diese Angst, diese Fettphobie wird vornehmlich geschürt von der WHO, der Weltgesundheitsorganisation, und in deren Gefolge nehmen auch von solchen Organisationen wie Foodwatch. In diesem Video soll es nur um diese Fettphobie gehen oder generell um gesunde Ernährung mit Eiweißen, Kohlenhydraten und Fetten. Natürlich gibt es verschiedene Ideologien oder Mythen oder Überzeugungen, wie eine gesunde Ernährung auszusehen hat. Also das erste ist mal, es gibt nicht die gesunde Ernährung für alle. Also das ist eine sehr, sehr individuelle Angelegenheit. Also die ist abhängig von Allergien und Unverträglichkeiten zum Beispiel. Wenn jemand zum Beispiel keine Erdbeeren essen kann, dann kann er eben keine Erdbeeren essen. Und wenn jemand Gluten nicht verträgt, dann kann er eben allenfalls in sehr geringen Mengen Weizen zu sich nehmen, zum Beispiel. Und da muss man schon schauen. Aber natürlich muss man erstmal einen Grundbegriff haben, einen Grundgedanken, wie denn gesunde Ernährung auszusehen hat. Ich vertrete keine Fettphobie. Also ich finde, dass man durchaus in recht hohen Mengen Fett zu sich nehmen kann. Und ich habe diese Ernährung also auch schon seit einiger Zeit, eine ziemlich fettreiche Ernährung. Und um das erstmal zu veranschaulichen, bevor mir jetzt jemand sagt, ja, der Betreffende erzählt ja nur was, ist wahrscheinlich adipös oder wenigstens sonst da beeinträchtigt in seinen Zucker- oder Cholesterinwerten. Meinen Zuckerwert habe ich vor einer Woche noch messen lassen, das waren 84 Milligramm Deziliter. Optimale Werte sind 80 bis 100 Gramm Milligramm Deziliter, also insofern da völlig normal. Der Augeninnendruck, der sich zum Beispiel auch bei Diabetikern durchaus erhöhen kann, deswegen auch häufig Sehstörungen bei Diabetikern bis hin zur Blindheit. Ich habe vor zwei Tagen meine Augen untersuchen lassen, Augeninnendruck auf beiden Augen 12, normal ist so etwas von 11 bis 19, also gar kein Grund zur Beunruhigung. Dann die Sehkraft, links 95, rechts 100%, auch bei meiner Anamnese, also da vor 4 Jahren hatte ich eine sehr schwere Augenerkrankung und das hat sich über lange Zeit noch hingezogen mit verschiedenen Operationen. Da ist also 95 bis 100%, also noch immer recht ordentlich. Cholesterinwerte habe ich mal in der Apotheke, allerdings vor längerer Zeit, messen lassen. Da hatte ich 143 Milligramm Deziliter. Normal ist eigentlich 150 bis 200, also vielleicht ein bisschen niedrig, aber noch kein Grund zur Beunruhigung. Ich war bei einem Arzt, der hat beim Check-up, mache ich alle 2 Jahre, der hat das Verhältnis LDL, HDL gemessen, er meinte 1:1 fast. Das wäre ein sehr, sehr gutes Verhältnis, also überhaupt keinen Grund für Cholesterinsenker oder sowas. Von daher kann ich also wohl sagen, dass eine generelle Fettphobie nicht zu vertreten ist, nämlich bei mir. Scheint ja wohl absolut gar kein Grund zu bestehen, weswegen ich meine hohe Fettzufuhr irgendwie reduzieren müsste. Also man kann ja sagen, was man will, aber es deutet wirklich alles darauf hin, dass für das Gewicht letztlich doch die Kalorien entscheidend sind. Und deswegen sollte man immer schauen, wie die Energiebilanz ist. Also wer jetzt ungefähr wissen möchte, wie viele Kalorien er eigentlich braucht, grober Anhaltspunkt, also wenn man jetzt nicht gerade zum Beispiel die Harris-Benedict-Formel dann anwenden will, die man auch überall im Internet findet, grober Richtwert zwischen 25 bis 30 Kilokalorien pro Kilogramm Körpergewicht.
wäre eine Möglichkeit, also wenn man jetzt mal 30 Kilokalorien pro Kilogramm Körpergewicht nehmen wollte, dann würde ein 80 Kilogramm schwerer Mensch etwa 2400 Kilokalorien pro Tag benötigen, um sein Gewicht zu halten. Wenn man also jetzt ausrechnen will, wie viel benötige ich, um abzunehmen, dann würde ich empfehlen, man soll jetzt nicht so radikal abnehmen, also radikal seine Kalorienzufuhr runterdrücken, sondern man soll so viel nehmen, wie man für sein Wunschgewicht haben muss. Also wenn man 100 Kilo wiegt und 80 Kilo wiegen möchte, dann soll man jetzt nicht auf 1000 oder noch weniger Kilokalorien runtergehen, um möglichst nicht runter zu hungern. Der Körper wird da möglicherweise gar nicht mitspielen. Vor allem der Jojo-Effekt, dass man nachher noch zunimmt, also nachher noch mehr wiegt, man die Diät dann abgestellt hat, weil man dann nachher so richtig zuschlägt. Der Jojo-Effekt kann also durchaus da eintreten. Man sollte dann einfach sagen, ich will 20 Kilo abnehmen, dann nehme ich eben 20 mal 30 Kilogramm Kilokalorien pro Tag weniger zu mir, also sprich 600 Kilokalorien weniger zu mir, als ich sonst zu mir nehme. So, und für solche Fälle hilft zum Beispiel eben so eine Tabelle hier. Und dann kann man eben auch sehen, naja, also eine andere Möglichkeit, und das betrifft jetzt die Fettphobie, wäre natürlich auch, man sagt, in welchem Verhältnis sollen jetzt diese Kalorien zueinander stehen? Ja, meine Empfehlung, nach der ich mich eben so einigermaßen richte, ist dann halt pro Kilogramm Körpergewicht etwa 1,5 Gramm von dem jeweiligen Makronährstoff. Also 1,5 Gramm Kohlenhydrate, 1,5 Gramm Eiweiße, 1,5 Gramm Fett. Man liefert 1 Gramm Kohlenhydrat und 1 Gramm Eiweiß ungefähr 4 Kilokalorien und 1 Gramm Fett ungefähr 9 Kilokalorien. Das heißt also, so der Kalorienanteil hinsichtlich Fettkalorien ist bei mir dann also auch ziemlich hoch. Das Ganze kann man eben mit solcher einer Tabelle dann im Auge behalten. Dann sieht man also, nehmen wir mal an, jemand isst 100 Gramm Haferflocken. Ja, dann hat er ungefähr 370 Kalorien zu sich genommen, davon 13 Gramm Protein, 58 Gramm Kohlenhydrate, 2 Gramm Zucker, 10 Gramm Ballaststoffe und 7 Gramm Fett. So, dann kann man eben schauen, welche Lebensmittel sind besonders fetthaltig, besonders eiweißhaltig. Auch diese Tabelle ist natürlich auch nur ein Einstieg. Dann muss man natürlich auch noch weiter schauen, was sind das für Eiweiße, was sind das für Fette, was sind das für Kohlenhydrate, komplexe Kohlenhydrate oder einfach nur Zucker. Sind die essentiellen und semi-essentiellen Aminosäuren darin gut vertreten? Sind die Omega-3 und Omega-6-Fettsäuren darin gut in ordentlichem Verhältnis vertreten? Und dann auch muss man einfach mal schauen, nicht jeder hat unbegrenzt Geld. Auch da kann so eine Tabelle weiterhelfen. Also ich persönlich habe ein Gehalt von 545 Euro netto. Ein Hartz-IV-Empfänger bekommt maximal im Monat 400 Euro netto, 399 Euro netto. So, und für den Hartz-IV-Regelsatz sind dann pro Monat etwa 141 Euro für das Essen vorgesehen oder pro Tag 4,65 € für das Essen. Also davon muss er satt werden, muss sich ordentlich ernähren. Und auch da kann so eine Tabelle helfen, also zu sagen, so und so viel Kilokalorien bekomme ich für mein Geld. Und da sieht man halt, dass Obst und Gemüse dann normalerweise eher schlecht abschneiden, aber Haferflocken zum Beispiel sehr gut abschneiden, auch Vollkornbrot. Und das sind also auch sehr gute Lebensmittel. Auch Butter ist da sehr zu empfehlen. Natürlich, man muss sich da weiter informieren, aber man kann sich auch weiter informieren. Und vor allem sollte man solche Low-Fat-Parolen dann durchaus gelassen hinnehmen, beziehungsweise jedenfalls auch dagegen seine Stimme erheben. Nämlich, es ist meines Erachtens wissenschaftlich nicht zu vertreten, jedem eine Low-Fat, also eine geringe Fettzufuhr da ans Herz zu legen.
Für mich besteht da absolut gar kein Grund, meine sehr fettreiche Ernährung da zu ändern. Ich halte es auch nicht für verwerflich, sich über seine Kalorienzufuhr im Klaren zu sein. Manche sagen ja, Kalorien zählen soll man nicht und so. Meines Erachtens völliger Unfug. Der Körper braucht Kalorien. Die Kalorien sind entscheidend für die Versorgung des Körpers mit Energie, für die Gewichtszunahme und Gewichtsabnahme dementsprechend. Man kann auch nicht sagen, weil Kohlenhydrate nicht essentiell sind, soll man sie nicht zu sich nehmen. Also erstmal, es ist ja nicht so, wenn etwas essentiell ist, also lebensnotwendig, kann man es oder soll man es gar in unbegrenzten Mengen zu sich nehmen. Die Dosis ist das Gift, sagt schon Paracelsus, und da ist auch was dran. Also alles ist Gift, wenn man es in zu hohen Mengen zu sich nimmt. Und Kohlenhydrate haben durchaus ihren Vorteil, wenn man sie nämlich nicht zu sich nimmt, bildet der Körper Ketonkörper. Und gerade das Zusammenspiel aller drei Makronährstoffe hilft normalerweise nach Untersuchungen dazu, dass die Resorption, also die Aufnahmedichte im Körper, möglichst gut funktioniert. Also es ist durchaus sinnvoll, gerade keine Trennkost zu betreiben, also nicht nur bei einer Mahlzeit nur Fette, nur Kohlenhydrate bei der zweiten und dann nur Eiweiß bei der dritten zu sich nehmen, sondern zusammen, auch bei den Proteingetränken oder Shakes, die es da gibt, soll man eben nicht möglichst reines Protein nehmen, sondern ganz im Gegenteil, also auch immer einen gewissen Anteil an Fetten und Kohlenhydraten durchaus da dabei haben. Na gut, wie gesagt, das ist meine Meinung. Man kann sich da selber seine Meinung bilden. Das ist meines Erachtens auch notwendig. Aber eins steht fest, Fettphobie, generelle Fettphobie, hat keinen Platz. Man muss zwar individuell schauen, was man verträgt, was man braucht, aber Makronährstoffe an sich sind nicht schlecht. Es kommt auf die richtige Zusammensetzung an und auf die richtige Kalorienzahl. Man kann auch mit geringen Mengen an Geld sich noch immer ordentlich ernähren. Und warum sollte man das tun? Ja, ganz einfach, um möglichst lange, möglichst leistungsfähig zu bleiben. Und das ist auch ein christlicher Aspekt, denke ich, und deswegen sage ich auch das als Priester immer wieder, um möglichst lange und möglichst gut der Gesellschaft dienen zu können.